Alter, was geht ab, Leute? Hier aus dem wilden oder vom wilden Münchner Hauptbahnhof. Ich wurde von dem Laden eingeladen, den abzuchecken. Da gibt's Pokeballs. 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 Nicht Pokebälle, auch wenn ich damals viel Pokémon Go gespielt habe, sondern Pokeballs. Oh mein Gott, Leute, ich habe den Laden gefunden. Der ist jetzt da, wo Türkic war. Türkic war eine Zeit lang Nummer 1 Döner in München. Sehr gehypt. Mittlerweile 7, 8 Filialen, eine Smashburger-Filiale, die würde ich aber nicht empfehlen. Ich wusste gar nicht, dass es denen nicht gut geht und der jetzt ein anderer Laden ist. So. Wir schauen erstmal. Anscheinend haben die viele Filialen in Wien, die haben einfach Türkisch übernommen, Mann. Kennt man. Ist geil. Aloha, Leute. Hier nochmal die Karte, Leute. Oh, ist immer so schwer, man, so viele Auswahlmöglichkeiten. Wenn du hier stehst und bestellst, dann siehst du nicht die Optionen. Dann musst du wieder so schauen. Digga, da steht Super Zero, nicht Zero. Weil Zero ist nochmal dieses Weiße. Ja, anscheinend ist Türkei schon seit Ende letzten Jahres hierzu, wild, gar nicht mehr gekommen. Bei denen geht es wohl nicht so gut. Insi-Modus bei denen. So. Sushi-Reis. Ich mag dieses gesunde, öko, andere Optionen nicht so. Lachs. Da kann man sich Toppings aussuchen. Soße kann man sich aussuchen. Ich hatte, glaube ich, Sesam, dann die Toppings, bis zu 5 Stück, alles andere kostet dann extra. Ich brauche nur 4, weil sonst ist overwhelming, overload. Und dann gibt es noch so andere Toppings, wie heißt denn das bei den Mixed-Ins und Toppings? Ich sag, vielleicht war Sushi-Reis doch nicht so ideal, weil Sushi-Reis ist ein bisschen matschiger. Ich hoffe, euch stört mein Gewippe nicht. Ich brauche Wasabi-Nüsse. Das ist so diese Snacks, die man kaufen kann. Ich frage mich, ob das dieselben sind. Diese Knickknacks. Bisschen Mango. Underappreciated. Zumindest in Deutschland, finde ich, in München. Also in Kalifornien geht das voll ab. Die ganzen Asiaten stehen drauf. Dieses Hawaii-Feeling und so. Ohana bedeutet Familie. So eine krasse Differenz geschmacklich zu den anderen Läden. Ich kann jetzt nicht sagen, boah, das ist der Beste, das ist nicht der Beste. Ich kann da kein Ranking draus haben. Müsste man sich wahrscheinlich Preis-Leistung genau anschauen. Mango und Ananas habe ich. Aber mich nicht überraschen, wenn das 1000 Kalorien hat hier. Hätte die Wasabi-Nüsse nicht nehmen sollen. Die passen irgendwie nicht. Aber der ist fresh, der ist fruchtig. Also die Leute schauen. Ich weiß jetzt nicht, ob die daran interessiert sind. Oder auch schockiert, wie ich bin, dass Türkisch weg ist. Ah, schaut, Leute. Die zwei müssen wir eigentlich auch probieren. Ist der Preis. Und der Boy macht schon satt, also für Mittag geht klar. So. Ich bin voll.
Aber ich habe mir noch die anderen zwei Sachen mitgenommen, weil die sind einzigartig. Die sollte man testen. Die Pokeball, ja, die haben jetzt alle anderen Pokeball-Läden natürlich auch, aber die Baus und die Suppe nicht. Wir haben ein bisschen geredet. Wie gesagt, die kommen ursprünglich aus Wien. Ich habe mal in Wien studiert. Wien ist sehr schön und da haben die schon ein Imperium aufgebaut. Ja, und jetzt wollen die Südbayern, Süddeutschland erobern. Erstmal München, da ein paar Filialen aufmachen. Dann nach Augsburg, Nürnberg sich ausweiten. Mal schauen, ob das klappt. Wie gesagt, ich finde die underhyped, weil die sind solide, die sind lecker, aber gibt nicht wirklich einen Hype dafür. Und ja, ich kann es ja gar nicht einschätzen. Also anscheinend läuft es in Wien. Und Wien und München sind ähnlich, aber natürlich auch irgendwie nicht. Ich habe keine Ahnung. Jede Stadt ist anders. Jeder Markt ist anders. Ob das klappt oder nicht, wir werden es sehen. So, gönnen wir uns ein Bau. Okay. Weiß aber nicht, ob ich das ein Bau nennen würde, sondern eher ein Hotdog. Kennt ihr diese Aufbackbrötchen? Er schmeckt so wie ein Aufbackbrötchen in roh, also noch nicht aufgebacken. Wild. Man darf nicht vergessen, was da drauf ist. Das, was in den Bowl kommt. Roher Fisch. Kennst du halt von Sushi oder von diesen Bowls, von Sashimi. Aber nicht in einem Hotdog-Bun. Was sie aber Bao nennen. Das Bun ist süß, fluffig. Boah, Digga. Ich habe noch keine Meinung dazu. An sich ist nicht schlecht. Alle Komponenten sind da. Geschmacklich gut, aber Essbarkeit, ich weiß nicht. Es ist so strange. Ungewohnt. Sehr ungewohnt. Verteilung ist ein bisschen schlecht, weil oben ist der ganze Fisch und unten hast du halt das andere Zeugs. Seht ihr, hier oben ist alles. Und du machst ja nicht einfach ein bisschen, wo du dann alles hast. Das hatten die auch noch. Erinnert mich an vor. Da drunter ist noch Reis. Und die Brühe. Normal immer zusammen. Ich habe gefragt, ob die es einzeln verpacken können. Brühe habe ich nochmal aufgewärmt. Okay. So. Suppenlöffel. Muss natürlich sein. So. Erstmal schon umrühren. Ah, brauner Geist ist da drin. Erstmal der Brühencheck, Alter. Könnte für Brühe sein. Schön scharf. Die ist gut. Anstatt Reis, Bandnudeln, Reisbandnudeln und es könnte für sein. Für gar mit Chicken. Das überzeugt mich mehr als der Bao Hotdog. Ist ein netter Spot, solide, lecker, guter Mittagsspot, vor allem für so Office-Leute. Nice. Das seht ihr bald in einem anderen Video. Kurz geht raus. Essen umsonst, natürlich immer geil. An sich Essen ist echt gut. Die Sache ist halt, Pokeballs an sich sind immer solide. Also es müsste schon alter Fisch oder alter Reis sein oder irgendwie sowas, damit es halt schlecht ist. Aber vom Grundprinzip her ist es eigentlich immer solide. Aber halt auch sehr, sehr, sehr ähnlich zu allen anderen. Also ich weiß gar nicht, wie man da herausstechen kann, wo man sagen kann, hey, Digga, das ist der beste Pokeball-Laden. Würde mir jetzt nicht einfallen, wie man das elevaten kann. Aber interessant zu sehen, dass Türkisch weg ist, weil der Laden lief, 2019, 2021, irgendwie sowas, ausgeweitet, 5-6 Filialen und jetzt haben zwei dicht gemacht wegen Gesundheitsamt, Probleme, die waren vor Gericht, Rattenkot irgendwie gefunden. Ja, scheint nicht mehr zu laufen bei denen. Der Smashburger-Laden, den finde ich gar nicht geil, den finde ich schrecklich sogar. Und oh, leider hat es dort vor ein paar Tagen gebrannt, also
Ja, wenn es einmal nicht läuft, dann kommt so eine Spirale nach unten. Also das war's von mir, Leute. Wie immer liken, subscriben, kommentieren, checkt die Videos, folgt mir gerne auf Instagram und TikTok. Wilde Zeiten, sehr, sehr wilde Zeiten.